Jo. So, da sind wir wieder. Diesmal aber mit dabei unser allseits beliebter Darkspay. Grüß Gott. Heute wollen wir mal ein Häuschen bauen, habe ich gehört. Genau, dazu verwenden wir deine Rohstoffe. Ich mühsam heute Morgen gefarmt habe, ja, 3 Stunden. Ist schon ja. alles ziemlich vorbereitet, ne? Wir müssen nur noch Ja. das Gerüst aufbauen. Dann haben wir's. Richtig. Ja, da ich jetzt auch keine Lust habe, jetzt wirklich irgendwo abgeschieden zu bauen, tun wir das einfach hier mal in der Menge, wo wir gerade sind. Genau. Und zeige ich euch direkt auch mal, wie es funktioniert. Ich habe mir mein Hausdeed gekauft, habe mich auch erst verkauft, kann ich euch zeigen, und habe mir erstmal so ein Teil gekauft, obwohl ich das gar nicht wollte. Leider auch nicht verkaufbar, aber egal. 5 Gold weg, egal. So, da haben wir das Hausdeed. Das können wir dann hier platzieren und geht aber halt nur in gewissen Gebieten. So wie ich sehe, sieht man die dann nicht immer. Teilweise sehe ich Holzflöcke, teilweise nicht. Ist aber jetzt auch relativ egal. Ich setze das Hausdeed einfach mal hier hin. Und kann es sogar drehen. Ich denke mal, das wurde nachgepatcht. Das ging vorher, glaube ich, gar nicht. Aber. Zack, da steht Da haben wir's. es. Richtig. Noch sehr So. unaufgeräumt. Ja. Farbeimer. Ich mal die Wände an. Du malst. Okay. Dann ich baue auf und du malst, okay? Alles klar. Optimal. Ach, guck mal, dann brauchen wir gar nicht hier Taxi spielen. Haben ja direkt die ganzen Verarbeitungsteile hier stehen. Ich habe gerade. Das heißt, ich bin zu nichts zu gebrauchen. Jein, jetzt habe ich dir die Rohstoffe gar nicht geschickt. Ich wollte dir die ja eigentlich geben. Aber bevor ich dir die jetzt geben kann, per Postfach, oder gibt es hier in der Nähe ein Postfach? Ich denke nicht. Aber man kann ja handeln, ne? Ja, wenn du weißt wie, ich habe es bisher noch nicht ausprobiert. Jetzt habe ich hier ein Problem mit meiner Maus. Handel mich mal an, wenn du das hinkriegst, dann Ja, gebe ich ich dir habe hier nämlich. mehrere Funktionen, die ich anklicken kann. Ich probiere mal den hier. Testen wir wieder aus. Hast du was bekommen? Nein. Müsstest dann Jetzt? direkt auch ein Handelsfenster offen kriegen. Ja. Nee, das ist Anwispern. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist nur der Chat. Dann kann es doch. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Einmal doch. Also. Wahrscheinlich gibt es vielleicht auch nur einen Chatbefehl dafür im Moment. Ich hatte letzte Mal mich mit einem Koreaner unterhalten, der hatte mir 2 Ringe geschenkt, die hat er mir auch per Post geschickt und nicht per Handeln. Vielleicht gibt Habe es ich gar auch nicht keine ganz verstanden. Handelsfunktion. Doch, ich hatte schon einen Koreaner, der mich angebettelt hat und der konnte mich komischerweise anhandeln. Aber ich würde mal einfach sagen, dann legen wir einfach mal los und. Jo, ich. Du Zu, wenn ich jetzt ballerst hier die Rohstoffe dahin. den Fehler nicht hätte mit meiner Maus. Irgendwie funktioniert hier gerade. Meine Maus nicht. Okay, doch, jetzt haben wir's. Ja, okay, jetzt haben wir wieder ein Problem, was ich vorher nicht ausgemerzt habe. Ich muss nämlich meinen Rücken frei machen und ich habe nämlich noch den Gleiter hinten drauf. Hatten wir letztes Mal auch das Problem. So, dann schmeißt das Zeug raus. So. Da wird Papa mal ein Steinmetz sein. Für einen kurzen Moment. Doch, du könntest behilflich sein. Du könntest für mich den Taximan spielen. Ich mach gerade Stein. Hast du auch 100 Stein? Nein, fünf. Boah. Damit kannst du nicht viel anfangen. Sechs hatte ich, jetzt habe ich aber fünf verwandelt. Ja, der Taximan, was soll ich taxien? Pony rausholen, zack, zack, und ich spring hinten drauf und du läufst einfach hin und her. Ist zwar jetzt kein weiter Weg, aber ja, ich meine, wir brauchen ja jetzt nicht hier hin und her kriechen. So, da fangen wir mal an aufzubauen. Jetzt habe ich ganz vergessen, glatt zu erklären, warum ich das mache, aber egal, das mache ich jetzt gleich beim nächsten Gang, weil wir müssen genau 4 Gänge machen. Zweimal
Steine verarbeiten und zweimal Holz. So. Wie viel Gold Machen hast du wir. jetzt bezahlt für das schöne Haus? 10 Gold Zehn für Gold. das kleine hübsche Haus, was ich natürlich später auch schmücken kann. Oh, jetzt eine kurze Erklärung dazu, warum, weshalb ich weshalb was mache. Oh, kleiner Durchhänger. Wir brauchen für das Haus 200 Stein und 200 Holz. Ja, 100 Stein habe ich ja jetzt schon verarbeitet. Jetzt zeigen wir euch mal, wie das mit dem Stein eigentlich so richtig funktioniert. Ihr seht 100 Stein Inventar, Crafting-Teil, ja, was die Teile bedeuten, kann ich euch nicht wirklich sagen. Aber ich weiß, dass wir genau dieses Teil, was wir auf dem Rücken schnallen, brauchen. Und dafür brauchen wir 100 Stein. Und das machen wir mal wieder. Ein zweites Mal. Aber das umzuwandeln geht da eigentlich recht schnell, ja? Ja, richtig. Nur das Farmen geht nicht so schnell. Besonders nicht, wenn man Ah. Bäume pflanzt und dann irgendjemand auftaucht und dir die ganzen Bäume abhackt. Ja, ich habe einen schönen Standort, wo es zum Glück noch keiner gewagt hat. Spring Ja, auf. warum? Du hast keinen Sattel, Kollege. Nein. Also müssen wir den Weg doch schleichen. Hier, nimm ihn. Ah, schade, ich kann dir meinen Pony leider nicht geben. Ja, du hast wieder Angst, dass ich wieder vergewaltige, So, für die Leute, die denken, mit dem Pony, mein Pony, wird es ja schneller gehen. Klappt gerade auch nicht, weil ich es wieder mal nicht rufen kann. Egal, ja, ging damals, war aber trotzdem sehr langsam darauf. als nächstes bauen wir dann mal unser, nicht unser, mein Schiff. Mein Schiff. Richtig, genau, das wird das nächste Let's Play sein. Dann bauen wir dir ein schönes Segelboot. Ich hab's ja, Gott sei Dank schon. Aber kein Let's Play drüber gemacht, deswegen machen wir da auch nochmal extra ein Let's Play drüber. Dass der Herr EDGHSETGR bla 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 auch sein Schiff hat. Auch, du kannst mich auch nennen, Etzgesetzretzger. So, das Haus ist fertig. Jo, naja. Einzugsbereich? Nein, Spaß. Ja. Wir müssen halt noch verzieren. Jetzt kommt nämlich das Holz an der Reihe. Komm mit, Camman. Komm mit. Oh, ich war Brauch gerade so dich. fasziniert, weil ich richte dir deine Wohnung ein und musste mir erstmal gerade ein Bild Ach von der ganzen so. Sache machen. Da, warte. Hier kannst du dir sogar ein fertiges Haus schon angucken, aber ich finde, das ist ziemlich hässlich. Ich finde meins schöner. Auch wenn es noch nicht fertig ist. Hier ist noch nicht mal was eingerichtet. Hey. Ja, wo war denn nochmal? Ach, genau, da war er. 100 Holz. Inventar brauche ich euch nicht zeigen. Sieht man hier. 100, 227 von 100. Das gleiche wie mit dem Stein verarbeiten wir jetzt das schöne Holz. Und der SWAT macht Musik für mich bei der Arbeit. Sing bitte ein Lied dazu. Danke sehr. Muss inspiriert werden beim Holzsägen. Tatütata, die Feuerwehr ist da. Och, du bist heute wieder total langsam, als ob dir jemand zwischen die Beine geschlagen Ja, hätte. kann dir sagen, 3 Stunden Holz farmen bzw. anpflanzen, ernten, abholzen ist eine sehr strenge Arbeit. Und wie man sieht, habe ich nur noch 24 Arbeitskraft und das schlaucht schon sehr. Deswegen sei es mir gegönnt. Oh, ja, das Es ist nimmt fertig. Fahrt. Das ist Aber ich denke fertig. auch, ich meine, Luftlöcher brauchen wir auch welche, damit gut zirkuliert hier drinnen. Ja, würde sagen, Tür brauchen wir auch nicht. Alle sind herzlich willkommen. Jo. Ja, fertig. Hier kommt der Tisch hin, da kannst du dann deinen Computer draufstellen. Hier so an der Seite. In-Game-Computer, fast verpasst. Hallo? Du kannst ja im Spiel spielen. Ach so, ah, oh, das wusste ich noch gar nicht. Nee, damit aber dann auch keiner zuschauen kann, wie ich da drinne abnörde, möchte ich doch dann lieber eine Wand da drin haben. Aber das wäre dann mal der Oberhammer, wenn du in Arch Age nochmal ein Spiel spielen kannst und dann zum Beispiel WoW startest.
Ah, das hätte ich nicht so gerne. Das hätte ich nicht so gerne. Dann würden sich nämlich die ganzen WoW-Spieler dran erfreuen, würden sich dieses Spiel kaufen, würden sich einloggen, würden sich ein Haus bauen, würden in dieses Haus reingehen, würden sich noch einen Computer kaufen, würden sich einen WoW-Account in-game nochmal kaufen und würden hierüber WoW zocken. Ich fände das, glaube ich, nicht so amüsant. Die würden niemals ihr Haus verlassen. Richtig. Nein, Spaß beiseite. Denke mal, es wird auch Minispiele hier in diesem geben. In geraumer Zeit, ob es jetzt von XL Games ist oder von Spielern. Ich meine, die Spieler sind kreativ. Das kennen wir durch Eve, ne? Oder sonstige Spiele. Boost. So, gucken uns das Haus noch einmal an und dann ackern wir. Und dann ist das schöne Häuschen auch fertig, hoffe ich mal. Aber ich denke schon. Vom Aussehen her sind die da eher zufallsgeneriert oder? Nein, du hast fünf Häuser, die du kaufen kannst. Oder vier, wenn ich mich nicht recht erinnere. Und die haben alle komische Farben. Aber ich habe mir das mit dem grünen Dach ausgesucht und weißen Wänden. Und so sieht es natürlich auch jetzt aus. Am besten machen wir jetzt direkt nochmal. Weil wir schon schön dabei sind, bringt noch hier mein Gottes Beta Anbeter Altar Teil, was auch immer, Das, was du damit umsonst die gekauft hast. richtig, damit die Leute mich auch immer schön anbeten können. Ja, was braucht man dafür? Keine Ahnung. Drei Sachen ist mir auch egal. Ich glaube drei Steine können wir gleich mal austesten.